Hallo, ich heiße Eugen Minz, ich komme aus Deggendorf, ich bin Yogalehrer, bin hierher gekommen, um die Vipassana zu leiten, zu unterrichten. Auch für mich war es eine sehr gute Erfahrung, eine notwendige Erfahrung, mit euch zu arbeiten. Ich habe auch an mir arbeiten können während dieser Tage, habe auch ziemlich viel erlebt, innerlich, äußerlich, so gesagt, und nehme auch sehr viele Eindrücke mit und werde auch nächstes Jahr mit all meinen Kräften versuchen, solche Veranstaltungen aufzubauen, mitzuleiten, mitzuorganisieren und zu unterstützen. Danke. Ich heiße Olga, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Gütersloh. Ich habe an der Vipassana nicht teilgenommen, ich war in der Küche. Dennoch habe ich trotzdem auch einige Erfahrungen gemacht, wenn man aus dem Alltag rauskommt und abgeschnitten von der Zivilisation ist, macht man trotzdem interessante Erfahrungen. Ja, ich möchte euch alle gratulieren. Das ist echt toll, dass ihr alle das bis zum Ende durchgezogen habt. Das ist echt eine starke Leistung. Echt cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo. Ich bin Marco. Ich habe schon mal bei einer Vipassana teilgenommen. Und ich weiß, wie intensiv sowas sein kann, und das war auch diesmal wieder sehr intensiv, und ich hatte mich auch sehr darauf gefreut, hier wieder teilnehmen zu können. Ja, also ich habe auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Intensive Erfahrungen, schöne und schlechte, und aber insgesamt komme ich doch gestärkt hier raus und ich habe wieder ein bisschen mehr von mir gefunden, also was verschüttet war sozusagen. Was ich hier besonders gut finde, ist die persönliche Art, die unterstützenden, also die von Eugen und Nikolai zum Beispiel, die unterstützenden, motivierenden Worte. Also die haben mir wirklich immer sehr gut geholfen, und natürlich das Essen war, also mir hat's gut. Ja, hallo, ich bin Matthias, ich komme aus Dresden, und das war jetzt meine erste Vipassana, und ich muss sagen, also zu Hause fällt es mir viel leichter, nichts zu tun. Also wenn ich viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen habe, so, da kann ich meinen Kopf wirklich ausmachen so, und das gut wegignorieren, das ist schon fast eher, also, ja, auch eine Art Meditation, also da ist wirklich nichts los im Kopf, so. Aber hier war es echt extrem anstrengend, wirklich nichts zu machen, also. Aber mir sind so ein paar kleine Sachen persönlich so aufgefallen, also, naja, es lohnt sich halt auf jeden Fall immer auch Sachen durchzuziehen, auch wenn man jetzt gerade eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr hat und eigentlich am liebsten nur noch rausgehen will und mal laut schreien oder so. Aber na, ich werde es erstmal eine ganze Weile sacken lassen. Ich würde bestimmt noch eine ganze Weile nachhallen, die Vipassana. Und naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es meine letzte gewesen sein wird. Ich denke mal, ich werde bestimmt noch mal im nächsten Jahr noch mal zu einer Vipassana gehen und mal gucken, wie sich das dann dort, wie sich da mein Geist verhält, wenn ich das nächste Mal in die Stille eintauche. Hallo, ich bin Natalia, ich wohne gerade in München. Ist ganz komisch, jetzt wieder zu reden. Ich war gerade noch so konzentriert, und ja, die Pranayama, das ist immer total gut für mich, weil einfach ich meinen Atem spüre, und das habe ich so intensiv noch nie gespürt. Und ja, das war sehr intensiv, die 10 Tage, und ich bin selber überrascht, wie schnell die doch vergangen sind. Und ich zitter. Ja, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Also ich fand es total gut, so früh aufzustehen.
nicht gedacht, aber es ist eine ganz besondere Zeit, bevor die Sonne aufgeht, da schon irgendwie zu praktizieren, und das war echt gut. Und auch der Wald hier und die Natur ist echt super. Tut total gut, mal abzuschalten und mal einfach bei sich anzukommen. Ja. Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Hallo, ich heiße Andrei. Ja, freut mich wieder, eigene Stimme zu hören. Ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, bei den Lehrern, bei den Teilnehmern, für eure Unterstützung, für eure Energie. Ja, das ist meine zweite Vipassana. Bei der ersten Vipassana habe ich einiges erreicht. Jetzt bei der zweiten Vipassana habe ich noch etwas erreicht. Ich habe kleine Erleuchtungen für mich bekommen. Es war wieder schwer, aber ich bin etwas weiter vorangegangen. Ich weiß auch aus erster Erfahrung, von der ersten Vipassana, die Früchte werden noch Monate später kommen, ein ganzes Jahr sogar werden die kommen. Also ich weiß, dass die Gedanken sind stärker geworden, die sind jetzt besser durch die Vipassana trainiert. Ich konnte mich auch besser mit meinem Verstand, mehr den Verstand verstehen und mehr mit dem sich auseinandersetzen. Ich merke aber auch noch, dass es noch viel zu machen an mir selbst ist, ich muss weitere Vipassanas machen, und ich freue mich schon auf die nächste Vipassana. Bis bald! Ich heiße Mona. Das war jetzt auch die 1,5. Vipassana, und es lohnt sich auf jeden Fall. Es war nicht die letzte Vipassana und es hat sich wieder einiges gelöst. Ja, und ich möchte auch Danke sagen an alle. Hallo, mein Name ist Emilio, bin 33 Jahre alt, und die Vipassana hat mir sehr gefallen. Meine Stimme hört sich jetzt viel leichter an seitdem, nach den 10 Tagen. Was mir schwer gefallen ist, quasi das Pranayama am Anfang, ab danach ging es wieder. Ja, und quasi das Nichtreden war halt schon ein bisschen anstrengend, aber es ging. Ja. Okay. Danke. Ja, mein Name ist Christian, ich bin 43 Jahre alt. Ich komme hier auch aus der Ecke und habe mir gedacht, ich bin zwar ein sehr schweigsamer, ruhiger Mensch, und aber irgendwo ist noch ein Punkt, wo ich noch ein bisschen an mir arbeiten könnte vielleicht. Und habe gedacht, auch das, der Jahresausklang, so diesen ganzen Stress auf Arbeit und so war, das ist eine gute Gelegenheit auch mal, sich zu prüfen, wie man halt so ist in Verschwiegenheit. Also Verschwiegenheit ist eigentlich kein Problem bei mir. Ich arbeite viel alleine, deswegen ist meine Vipassana jeden Tag bei mir eigentlich in der Richtung. Aber die Erfahrung, habe ich mir gedacht, die muss noch ein bisschen extremer sein. Ich bin auch ein sehr, sag ich mal, extremer Mensch, und deswegen habe ich mir auch gedacht, Zelt wäre vielleicht doch mal eine Gelegenheit, mal zu probieren, wie das Ganze ist mit Kälte dazu und so weiter und den ganzen Körper noch richtig zu trainieren. Ja, es war sehr, sehr interessant. Also die erste Nacht war fürchterlich gewesen, kaum geschlafen, und ja, halt die Geräusche, die nimmt man alle wahr in der Umgebung halt, jedes Tier, jedes Knacken. Man weiß auch, dass es hier Wölfe gibt, und dann habe ich mir alle Waffen, die es gibt, so im Umkreis, im Zelt hingelegt, und auch teilweise auch mal richtig intensiv geträumt von irgendwelchen Wölfen, die da reinkommen und so weiter. Also es ist schon richtig schön Gedankenkino gewesen. Ja, die Götter haben natürlich auch gesagt, wenn er dorthin geht, dann soll er es nicht leicht haben, und haben pünktlich 4 Wochen vorher mich mit einem Blitz hinten irgendwo voll den Nerv getroffen, und da habe ich eben schon seit wirklich jetzt 4 Wochen extreme Probleme. Und das war natürlich noch ein Punkt, das Versuchen durchzustehen mit Schmerzen halt und so weiter. Und es war sehr, sehr schwer, aber ich habe mich halt zusammengerissen und alles versucht, und es hat geklappt. Ich habe es bis zum Schluss geschafft, wo ich auch mittendrin mal aufgeben wollte, wo ich mal so eine Nacht aufgestanden bin hier und dachte, ich habe da bloß noch so eine große Kugel hinten dran, die dann schmerzt oder so, aber durch, so ist es halt. Ja, bedanken möchte ich mich bei allen auch natürlich für die Unterstützung energetisch und für das energiereiche Essen.
natürlich auch. Und ich denke mal, wenn ich wieder genesen bin irgendwann richtig, dann macht es vielleicht auch richtig Spaß zu sagen, ich will mal wieder eine Vipassana machen.